Das Spiel war allgemein sehr gut von uns, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir haben uns, ich glaube, drei, vier hochkarätige Chancen rausgespielt. Mit ein bisschen mehr Glück gehen wir mit 2-3-0 in die Pause und dann wäre das Spiel schon gegessen gewesen. Ja, zuallererst ist das natürlich für das innere Gleichgewicht unserer Mannschaft wichtig gewesen. Der erste Sieg im Jahr 2014, 0 gespielt, das erste Mal in dieser Saison zu Hause. Man merkt das auch schon im Training, dass schon nicht eine gewisse Lockerheit, aber dass das auch sich positiv auf das Gemüt auswirken kann. Es war ein sehr schönes Gefühl allgemein, wieder auf dem Platz zu stehen. Nach so langer Zeit war einfach wieder wunderschön. Für den ersten Einsatz, wie gesagt, zu null, drei Punkte. Meine ersten Punkte für Arminia allgemein. War einfach wunderschön der Samstag. Ja, es gibt immer Dinge, die man mitnimmt, die wir besprechen mit der Mannschaft, die wir aber immer tunlichst für uns behalten, was gut war, was weniger gut war. Und wir müssen davon ausgehen, am Sonntag ist das schon längst wieder vergessen, weil es ist ein neues Spiel, auch wieder ein sehr wichtiges Spiel. Es gibt keine unwichtigen Spiele und wir werden das wieder bestätigen müssen, was wir in Ansätzen gezeigt haben und wieder eine Schippe drauflegen. Ja, Sandhausen ist ja schon eine Mannschaft, die sehr, sehr gut gepunktet hat bisher, jetzt mal vier Spiele nicht gewonnen hat, aber sehr knappe Ergebnisse gegen Köln und zum Beispiel auch gegen Kaiserslautern, die wirklich auf der Kippe standen, die Spiele. Die Mannschaft hat wenig Gegentore bekommen, insgesamt hat eine gute Ordnung, ist bei Standards brandgefährlich und auch im Überbrücken des Spielfeldes bei Aktionen, die in die Offensive gehen. Ich will immer drei Punkte holen, aber wie gesagt, es ist schon noch einmal ein extra Ansporn, gegen Sandhausen drei Punkte zu holen. Vor allem gegen meine guten Freunde. Es sind noch einige Leute, mit denen ich aufgestiegen bin. Und wir haben jetzt auch schon die ganze Woche Kontakt wieder gehabt. Und ja, beide Seiten sind, glaube ich, heiß auf das Spiel. Aktuell stehen sie recht gut da, also definitiv besser als letztes Jahr. Wenn man auf die Tabelle schaut mit nur 22 Gegentoren, wie ich gelesen habe, ist die drittbeste Abwehr der Liga. Also man musste erstmal ein Tor schießen gegen den SV. Ja, wir hatten Patsche Schönfeld, der zu Beginn der Woche über Adduktorenprobleme geklagt hat, hat aber jetzt schon wieder gestern mittrainiert, vorgestern ist er gelaufen. Das sieht Stand jetzt nicht so schlecht aus. Ich denke, der kann auch mitfahren und ist auch spielfähig. Ja, und ansonsten, Fieser ist weiterhin am Trainieren, natürlich, nachdem er das erste Mal wieder über einen gewissen Zeitraum gespielt hat. Rahn hatte Knieprobleme innerhalb der Woche, aber auch nichts Gravierendes, sodass doch viele Spieler dann wieder unfallfrei mitfahren können mit uns am Wochenende. Ja gut, wir fahren eigentlich jede Woche los, beziehungsweise alle 14 Tage nach auswärts, um wieder was im Bus zu haben, wenn das Spiel abgepfiffen wird. Auf Sieg. Wir spielen auf Sieg. Auf Sieg und wir wollen wieder zu Null spielen. Das wäre natürlich wieder das Beste.